Wisst ihr, ich mache nun schon seit über 2 Jahren mehr oder weniger aktiv YouTube-Videos rund um Animal Crossing. Und naja, immer wieder bekomme ich die Frage in den Kommentaren sowie auch ab und an in den Streams gestellt, was für Content ich denn machen möchte, sobald ich alles zum Thema Animal Crossing gesagt habe. Und vor kurzem habe ich mich das erste Mal so richtig mit dieser Frage auseinandergesetzt und hatte tatsächlich auch relativ schnell eine Antwort. Und zwar nichts. Ich möchte nämlich mit YouTube aufhören. Nein, Spaß. Natürlich werde ich nicht mit YouTube und auch nicht mit Twitch aufhören. Ich würde sogar behaupten, dass ich noch nicht mal richtig angefangen habe. Aber nochmal auf Anfang. Am 26.03.2020 habe ich mein erstes Animal Crossing Video auf YouTube hochgeladen und relativ schnell ist mir bewusst geworden, dass mir zum einen das Spiel mega Spaß macht und zum anderen, dass mir YouTube-Videos zu veröffentlichen ebenfalls mega Spaß macht. Und so habe ich mich damals mehr oder weniger dazu entschlossen, regelmäßig Animal Crossing Content auf meinem Kanal hochzuladen und einige Zeit später kam dann auch noch das Livestreaming dazu. Und naja, was soll ich sagen, auch das Streamen hat mir von Mal zu Mal immer mehr Bock gemacht. Aktuell habe ich allerdings, was meine Aktivität angeht, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch, ein wenig, ja, wie soll ich sagen, das Ganze zurückgefahren, was aus, ja, eigentlich 3 simplen, aber auch schönen Gründen der Fall ist. Zum einen bin ich vor einiger Zeit umgezogen und ja, irgendwie fällt es mir etwas schwerer als gedacht, bei so viel Veränderungen in meinen gewohnten Workflow zu kommen. Vielleicht kennt es ja einige von euch. Und zum anderen ist gerade, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, Sommer und da bin ich momentan sehr viel unterwegs und habe auch recht wenig Motivation, in meiner viel zu warmen Bude zu hocken und ja, Videos aufzunehmen. Und der wohl wichtigste Punkt ist der, dass ich vor einigen Monaten in eine neue Beziehung gerutscht bin und ja, da natürlich auch aktuell mehr Fokus drauf lege. Ich denke, das können die meisten von euch sicher nachvollziehen. Dennoch habe ich natürlich Pläne und Ideen für den Channel hier, als auch für die Livestreams und spätestens im Herbst wird es dann auch wieder regelmäßigen Content geben. Zudem möchte ich mich in Zukunft auch noch mit weiteren Nintendo-Spielen auf dem Channel hier befassen, also nicht falsch verstehen, es wird weiterhin Videos zu Animal Crossing geben, aber ich möchte außerhalb von Animal Crossing ebenfalls beispielsweise Videos zu Splatoon oder auch Mario Kart machen. Des Weiteren wird es in Zukunft auch immer mal wieder Videos zu Nintendo-News geben, so wie es in der Vergangenheit auch schon hin und wieder der Fall gewesen ist. Also nochmal kurz zusammengefasst, es werden nach wie vor so lange Animal Crossing Videos kommen, bis ich zu den einzelnen Spielen nichts mehr zu sagen habe oder bis ein neuer Animal Crossing Teil rauskommt, aber ich möchte meine Art von Content ein wenig erweitern und werde, wie gesagt, auch zu anderen Nintendo Spielen, von denen ich Fan bin, ebenfalls Videos hochladen. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video einige Fragen klären und ja, ich persönlich freue mich mega auf die Zukunft des Channels. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen guten Start in die Sommerferien und hoffe, dass wir uns im nächsten Video eventuell wieder sehen. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.